Ich bin eine Kalkwand und ich stehe dazu. Okay, jetzt, ich hab jetzt so hübsche Haare. Oh. Es gibt meine Haarfarbe nicht. Süß! Wie so runterfällt. Das ist jetzt blöd. Ich muss die nehmen. Die Haare, wie die immer so runterkrachen. Oder die da. Ne, die passen dann noch besser, ne? Also, ja, ich habe was Langärmeliges an. Ich habe gerade 23,8 Grad. Die Klopshände. Ich muss ja auch kloppen. Das finde ich auch süß. Ich weiß es nicht. Nehme ich den Zopf? Ich hätte ja gern das gleiche mit zwei Zöpfen. Aber halt nicht solche Bubbles, sondern gern so an der Seite, so lang. Wo schon im Baumarkt, das musste gefragt zu Alpin weiß. Ja. Welche nehme ich? Hab's nicht geguckt. Gut. Danke, Lurker. Dann haben wir gut auf dich gewartet. Wir haben extra auf dich gewartet, tatsächlich. Ich nehme die da. Eigentlich habe ich mir ein gelbliches Grün, also muss ich das wohl nehmen. Aber ich nehme das da. Gelb. Ich brauche. Das ist keine süße Nase. Warum gibt es keine süße. Warum sehen die Nasen alle so unsüß aus? Was mit dem Nasenverkehr? Das sind voll die Blobs. Nehmt meine Nase weg. Hallo, hör auf den. Jetzt guck nach zur Seite. Meine Güte, was ist mit dir? Ne, deswegen ist irgendwie süß. Warum hat die so ein dickes Gesicht? Guck die mal an. Das ist irgendwie süß. Das sieht halt nicht cool aus, weil das müsste hier oben sein, das Rosane. Wieder bei Koks werden. Wow. Kannst du bitte die da nehmen? Wen die da? Deda. Im Dachgeschoss in den Keller umgezogen. Nee, Dachgeschoss zu Dachgeschoss. Also nicht Dachgeschoss, aber. Joa. Immer noch unterm Dach. Ich mag halt eigentlich solche Lippen lieber, aber irgendwie sieht das nicht so süß aus. Ich nehme die da. Deda. Obwohl, dann kann ich auch die Backen nehmen. Rosa. Gibt es eine Gesichtsform? Okay, nehmen wir die Frisur oder die Frisur? Wir nehmen die Frisur, ich finde es süßer. Nehmen wir. Confirm. What's your name? Luna. What's your island's name? Bumshausen. Boah, voll der Smugblick gerade. Vor langer Zeit ist alles nach Süden gegangen. Jeder war, also fast jeder wurde gezwungen, nach Südcity zu gehen. Da leben sie kalt und ganz schreckliche Leben. Und ich bin hier geboren. Geht aber schnell. Viele wollen gar nicht den Ort verlassen. Aber ich will das. Mehr als alles andere will ich den Ort verlassen. Ich schwöre. Und vielleicht habe ich auch eine Lösung gefunden, wie ich das schaffe. Hallo, Machtrollo. Hey, ab in den Süden. Looking for a young go-getter. Oh nein, der Go-getters Club. Wisst ihr noch? Oh Gott. Hä? Stopp das. Ich habe noch nicht gelesen. Wir gehen jetzt nach Bumshausen. Heute. Jetzt noch. Die haben ja, ich weiß auch nicht, Sisu. Vor allem keiner will da leben. Weil das kalt. So, hä? Ist doch geil. Haniki. Hallo, Black Sandbox. Ich weiß, macht Rollo. Ich weiß, was das bedeutet. Went south. Ich weiß. Ich weiß. Wir fliegen jetzt über Bumshausen und wir landen in Kürze.
Passagiere, bitte bereitet euch auf den Abgang vor. Die Hindenburg, ja! Warum ist sie kaputt? Ich bin sie nicht geflogen. Oma? Ha, sieht so aus, als wären wir gelandet. Ja, sag dir mal was, ne? Ich bin so glücklich, dass du dich entschlossen hast, mich auf diesem Abenteuer zu begleiten. Wieso kommt da Geld aus ihren Augen? Oder ihrem Kopf, besser gesagt? Naja, wenn du weiter südlich gehst, Black Sandbox, dann bist du am Südpol, da ist auch wieder kalt. Fortnite-Update, klar. Ah! Ich wurde gezwungen, ja, definitiv. Sterne, kein Geld. Ja, die Sterne sind optisch da, aber hör doch, das klingt nach Geld. Ich habe schon angefangen zu denken, dass niemand in South City mutig genug wäre, mich zu begleiten. Hör auf. Du warst die erste und einzige Person, die auf meine Werbung angesprungen ist. Und ich wusste, dass du die Richtige bist. Bist ja auch die Einzige. Ja, guck mal, wie ich hier schon wieder vor mich hin rambel. Lass uns ein bisschen Crack nehmen. Wir sehen uns draußen. Wow, unter mir, ne? Da steht Z-Kamera, ne? Es ist natürlich wieder Y. Oh Gott. Ich bin schon süß. Geh raus, flieg zurück. Nein, nein, ich hänge. Nein, nein, warte auf mich. Wow. Riech mal diese duftende, frische Luft. Ich habe gerade nämlich gepupst. Ich erzähl dir mal was. Es fühlt sich gut an, endlich wieder in Bumshausen zu sein. Du kriegst ohne Gepäck, klar. Ja, Oma, ich bin jetzt da, ne? Ja, also ich brauche deine Hilfe, damit ich mich hier erstmal einfinde, ne? Ich gebe dir mal dieses Basiszelt. Lass dir Zeit und find einen guten Spot dafür. Wieso muss immer ich das machen? Warum ist da immer jemand, boah, ich habe voll die gute Idee, das machen wir jetzt. Und dann bin ich aber die, die es machen muss. Das ist auf jeden Fall unsere Basisstation. Nimm die Map. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, bitte frag mich. Nö. Ich war schon lange nicht mehr in Bumshausen. Aber ich glaube, ich kann immer noch nützlich sein. Ich warte hier, bis du alles gemacht hast, ne? Weil ich nämlich faul bin. Und ich gerne andere den Job machen lasse. Also wenn du dich verirrst, dann guck einfach auf die Map, ne? Viel Glück. In Bumshausen. Keiner selbst arbeiten will, klar. Ich will dahin, wo es grün ist. Eigentlich wäre hier geil, aber das ist halt echt ein langer Weg, ne? Aber ich glaube, ich will hier hin. Da will ich hin. Oh. Da will ich hin. Ach so, Mausrad, okay. Wuffis! Wuffis! Ich will den Weißen haben. Der sieht so dumm aus.
mal, wie süß das Känguru. Jetzt wart doch mal auf mich. Ah, guck mal, der will mich auch. Ah. Warum ist da ein Schädel? Kann ich irgendwas machen? Ich kann nicht boxen. Ich mache mich gerade nackig, okay. Was habe ich unten rum an? Wo ist denn mein Wegpunkt? Wo ist mein Wegpunkt? Ich laufe eigentlich ganz gut. Schädel verheißen Schätze. Geil. Er hat sich dich ausgesucht. Ja. Oh, Chloe. Oh, warte, da kann ich was aufheben. Oh, jetzt durch die Wüste bin ich bescheuert. Kann ich einen Kaktus mitnehmen? Was? Kaktusfick? Entschuldigung. Ah, Gürteltier. Es ignoriert mich einfach. Ich sammle Kaktusfix. Tut doch weh. Quatsch. Mann oder Maus? Warst du das gerade, Känguru? Hallo? Geht nicht. Da sind Bananen! Oh nee, keine Wespen. Wie komme ich da hoch? Da sind Bananen. Oh. Buschleim. Okay. Hä, was sammle ich hier gerade? Was seid ihr denn? Ach. Guru, Guru. Nee, was hat Obelix gemacht? Gubbel, gobbel, gobbel. Gubbel, 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 gubbel. Muss ein Fisch sein. Ja, ja. Kein King-Shaming hier. Banane, aber nur mit Schokocreme in einer Kalzone. Auf Müsli sind die auch okay. Gobbel, 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 gobbel. Das sind Mangroven, oder? Gubbel, gubbel, gobbel, gobbel. Einigt euch! Wage, wage? Hallo? Sind wir bald da? Was bist du? Was ist das denn? Das war ein T-Rex, ich sag's euch. Oh nein, da sind ja... Da sind echt viele von den Agrovögeln. War das ein Emu? Nein, das ist ein T-Rex. Deswegen bin ich weggerannt. Von einem Emu würde ich doch nicht wegrennen. Oh Gott! T-Rex! Warte mal. Strauß, T-Rex, alles gleiche. T-Rex! Auf jeden Fall was ganz Aggressives. Oh Gott, da ist noch so ein T-Rex. Aber ich wollte eigentlich hier hin. Wir müssen uns was anderes suchen, das ist mir zu aggressiv hier. Dann gehen wir halt dahin. Wo geht? Vielleicht hier? Wir gehen nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so T-Rexe sind halt echt aggressiv. Ein T-Emo. Boah, guckt, wie er da im Wasser lauert. Seht ihr das? Oh, Quallen! Oh, die sind aggressiv. Oh, oh. Aber die Musik ist gut. Bitte keinen Bienenstich. Also das sollte ich vielleicht wegmachen. Diese Taucheranimation ist doch süß. Die sind Profitaucher. Kängurus sind auf jeden Fall besser als diese blöden T-Rexe. Oh, dieses Geräusch. Das Geräusch ist widerwärtig.
Ich muss darüber. Ist das ein Hai? Ist das ein Hai? Ich habe mir, glaube ich, einen guten Ort gesucht. Hallo, Zahram. Dann, ich glaube, ja. Oh Gott, und noch ein T-Rex. Nicht noch ein T-Rex. Entschuldigung. Lass mich in Ruhe. Hör auf, Falle. Nicht mit dem Popo den Boden putzen. Find's ja eigentlich ganz hübsch, oder? Aber wir sind eigentlich falsch. Aber eigentlich finde ich es ja ganz darüber. Okay. Sind da wieder T-Rexe? Ist es schlau, so weit reinzugehen? Ist es schlauer, hier anzufangen? Der Hund pupst. Nee, mein Hund macht das auch immer. Der putzt sich immer den Popo, indem er mit dem Popo ins Wasser geht. Nein, über den Boden rutscht. Vielleicht lieber hier irgendwo? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie man wieder umziehen kann oder so. Macht also den Boden dreckig. Immer. Hunde sind dreckig, aber süß. Hier ist auch ein bisschen freier. Besser zum Bauen vielleicht. Es braucht eine freie Fläche. Ich muss Natur töten dafür. Natur töten ist immer gut, weil Natur ist böse. Das haben wir oft genug gelernt im Spiel. Hier sind auch nicht so viele aggressive Tiere, wisst ihr? Er markiert den Rückweg. Wow. Und hier ist ein Swimmingpool. Ist eigentlich ganz schön, oder? Ist überhaupt nicht groß. Also ist überhaupt nicht groß, das Gebiet. Ich finde es gut. Ein bisschen freier finde ich auch gut. Was? Was? Oh, noch ein Wuffi. Und noch ein Wuffi. Wo ist mein Weißer vom Anfang? Der war so dumm. Da ist noch ein Wuffi. Ihr seid alle wunderschön. Aber wo ist der vom Anfang? Und was ist das für ein Turm? Oh, Strom. Das Ding sieht kaputt aus. Es fehlen Teile. Sollte ich was reintun? Ja, lieber erstmal noch nicht. Wie kann ich runter? Steuerung ist noch verwirrt. Bademöhre, wir müssen teilen. Uns ist allen warm. Ich finde es hier gut. Hier ist auch der Strommast. Oder von Sendetour. Stimmt, Touché. Macht mehr Sinn, wenn es kaputt ist. Ja, wir bleiben hier. Hier ist schön. Eigentlich ganz gut hier. Aber weg von dem Sumsen. Oh, da ist mein weißer Hund. Oh, da ist noch ein weißer Hund. Das ist bestimmt gar nicht meiner, aber es ist egal. Oh, da sind alle Hunde. Das ist der Hundestrand. Sie kann ihren Pulli ausziehen. Der Pulli ist relativ dünn. Also da sind Löchis drin. Das ist. Und der ist so weit, also ganz ehrlich, der belüftet mehr. Ja, ja, ich fühle es schon fast. Ich glaube hier. Ich glaube hier. Aber am Wasser ist schon geiler. Welches Wasser nehmen wir? Eigentlich ist das schon cool. Ich glaube, wir bauen um.
den Pool rum. Ich glaube, wir bauen um den Pool rum. Und dann können wir nämlich in die Richtung mehr ans Meer. Also an halt Außenmeer. Entschuldigung. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das wollen wir. Ja. Hallo? Mach Kamera. Ich glaube, das wollen wir. Eins. Ich mach's. Hier in Schatten. Hier in... Hier... Hä? Oh Gott, okay, das ist vielleicht nicht so klein. Rotate. Oh, kann ich nicht rauszoomen, während ich das mache? Nein! Oh. Ich würde gern rotaten. Zoomen meine ich. Ich pack's hier. Weiß ich nicht. Ich kann nicht rauszoomen. Wie? Wie nehme ich. B ist nein. Was ist denn ja? Ich habe 3000 mal A gedrückt. Ah, also hier willst du bauen, hä? Ist perfekt. Unser neues Zuhause in Bumshausen. Danke, dass du es aufgebaut hast. Ah, und rat mal. Diese Oma macht mir ein bisschen Angst. Ich habe auch ein Zelt für dich. Ich weiß nicht viel, aber wenigstens hast du was, um es dein Zuhause zu nennen. Ja, hier gibt's ganz viel Platz, damit wir Bumshaus noch größer machen können. Lass dir Zeit und bau dein Zelt auf. Ja, du wirst wahrscheinlich das Basiszelt oft besuchen kommen. Behalte es in Erinnerung, wenn du nach einem Ort für dein Zelt suchst. Ja, ich bin da schon mal drin, ne? Red mit mir, wenn du dein Zelt aufgebaut hast. Sie lässt uns unsere eigene Unterkunft ausbauen. Ja, wir müssen nicht bei Homer im Bett schlafen. Okay. Okay. Ich will nicht zu den Bienen. Und nicht zum Schädel. Warte, wir müssen ein Stück weiterlaufen. Sind die überall? Ich glaube, ja. Ich möchte keine Tannis töten. Achso. Die Steuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. Auch nicht die Poolaussicht zu. Hä? Das ist meine Poolaussicht. Ich wohne direkt am Pool. Die anderen wohnen nicht direkt am Pool. Hä? Jetzt wird Hannes. Ja. Hallo, Fisselchen. Der Pool ist keine Mücke, hört auf, da alles reinzuwerfen. Bitte was? Was macht der Chat? Hallo, Oma. Hast du einen guten Platz gefunden? Ich weiß es nicht viel, aber ich hoffe, du magst dein neues Zuhause. Ich sag dir mal was. Du hast den Spark, den hast du. Oh Gott, sind wir bei Transformers? Ja, die meisten Leute da in South City hatten Angst, es zu verlassen. Da ist irgendwas an diesem Ort, der den Spark aus den Leuten zieht. Aber ihr sagt ja was. Wir sind nicht die Ersten, die den Ort verlassen. Aua, hier tut irgendwas weh. Hast du jemals was von
dem Traveling Trader John gehört. Nein. Sagt ihr was? Er ist eine verdammte Legende. Gott, Britin. Oh, wisst ihr was? Gerüchte nach haben seine Eltern ihn bekommen? Im Austausch gegen Antiquitäten. Der hatte doch ein Eiskäuferkostüm an. Nee, mit Haar. Mit Haar. Handel ist in seinem richtigen Blut. John hat mich kontaktiert, bevor wir South City verlassen haben. Und er will uns besuchen. John mit Haar. Boah, die mit dem... I tell you what, ne? Ja, die Möglichkeit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Diese Chance ist einfach krass. Die Visiting Side Deed für ihn fertig. Okay, klar. Also haben wir einen Ort für Besucher von Bumshausen. Ja, gib mir mal her. Stell nur sicher, dass es in der Nähe ist. Ja, ja. Ja, ja, die sollen, ja, ja, die... Oh, Besucher. Besuch mag kein Mensch. Und wir sollen ihn überzeugen, dass er einen permanenten Shop hat. Punkt kommen, was sie von uns will. Die hat doch bestimmt wieder Arbeit für uns. Eben, die will doch sowieso nur, dass wir was machen. Dann gib mir das, sag mir, was ich tun soll und dann lass mich in Ruhe. Nur am Labern, die Alte. Okay. Ich würde ja sagen, so gesehen ist es eigentlich sinnvoll, es in ihre Nähe zu stellen. So? Hä? Warte mal, was? War das nicht richtig? Ja, ich habe nach oben gedrückt. Ist das nicht richtig? Warte mal. Ist es jetzt so richtig oder so? So, ne? Es ist nicht bündig. Wie ist es bündig? Ja. Also lieber weiter drin als... Es ist nicht bündig. Es geht einfach nicht bündig. Okay, gut. Egal. Es steht genauso, wie es angezeigt wurde. Mein innerer Monk kann ich hingucken. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber geht schon. Also sind wir jetzt für Besuch bereit? Nein. Gut gemacht. Wir sind hier erst seit kurzem, aber du hast schon so viel geschafft, ne? Du erinnerst mich an meinen Vater. Oma, ich erinnere dich an deinen Vater. Und wieso stehst du so nah an mir? Wir knutschen gleich, oder? Ich bin hochschön. Ist aber Koop. Ja, ich glaube, du kannst einen Server machen. Ich glaube, du kannst einen Server machen, tatsächlich. Also, und ich glaube, es ist auch so, dass du anfangen kannst und jemand kann dann nachjoinen oder so. War das so? Er wurde hier geboren. Er war Abenteurer, bla bla. Er mochte Sachen zu tun. Und sein Abenteuer-Journal, klar. Ich wollte hierher kommen und versuchen, diese Milestones selbst zu schaffen. Aber mein Zahn wird ein bisschen länger. Oh. Ich will, dass du sein Abenteuerbuch bekommst. Pass gut drauf auf. Es ist jetzt dein Abenteuer. Das Journal bedeutet mir sehr viel. Aber ich denke, mein Vater wäre froh, wenn jemand wie du nach diesem Buch guckt. Ich habe eine Challenge für dich. Challenge Time! Ich möchte, dass du versuchst, die Milestones meines Vaters zu brechen. Manche davon dauern ewig. Aber kein Grund zur Eile. Ich mache auch tägliche Aufgaben da rein. Und das sind kleinere Milestones. Und die sind leichter zu fulfillen. Und jetzt der gute Part. Jeder Milestone, für jeden Milestone bekommst du Permit Points. 20 bis 30 Stunden fertig. 11 bis 14 Lagen Material. Ich mache eine Pause. Mach das. Hast du dir verdient. Hallo Lolly Terry.
Und du willst ganz viele von den Punkten. Aber wir reden morgen weiter. Guck mal ins Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da schon ein paar Milestones fertig hast. Beanspruche sie. Hast du Hunger? Ich schon. Es ist Lunchtime. Ich habe Früchte wachsen sehen und das klingt echt lecker. Geh und finde uns Früchte. Und dann zeige ich dir, wie man ein Lagerfeuer macht. Bitch. Ich bin schneller als du. Ach so, das ist gar nicht nach unten. Das ist... Ah, wow. Du hast was zum Essen gefunden. Essen zu essen hält deine Energie oben. Ich lache, wer treffen gute Witze. Die ist auch gar nicht mehr überlebensfähig. Ich weiß auch nicht, warum sie unbedingt weg wollte. Hier, Lagerfeuer. Ich habe die Steine gefunden, also kannst du damit ein Lagerfeuer machen. Und du musst Holz finden. Nimm den Crafting Table hier. Lass dir Zeit. Wenn du fertig bist, komm und rede mit mir, damit ich dir noch 10.230 Aufgaben geben kann. Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Das ist vielleicht Bezahlung für meine Arbeit, aber doch kein Geschenk. Ich habe Steine bekommen. Die Steine, die sie mir versprochen hat, damit ich uns ein Lagerfeuer machen kann, damit ich ihr ein Lagerfeuer machen kann. Nennt sie Geschenk? Mhm. Ach, hier ist ein Geschenk, okay. Ein Käfernetz. Du sollst dir den Rest des Tages frei nehmen. Du kannst Käfer fangen. Oder du könntest das Obst kochen. Ich bin fertig fürs Bett. Definitiv. Tschüss jetzt. Oh, Sleeping Bag. Ja, danke für den Schlafsack. Wenn du müde bist, popp auf dem Boden rum. Ja? Und lass dich mal so richtig runter und so. Erzähl dir was. Ein guter Schlaf tut uns beiden gut. Alter, du hast nichts gemacht. Danke für deine Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass wir im Bumshausen sind. Ich hätte nichts davon ohne dich machen können. Endlich erzählt sie mal was Wahres. Ha, 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 ho, ha, 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 ho, ha. Einfach nichts über Max Player. Schwierig. Lache macht ja aggressiv, das stimmt. Sollen wir mal gucken? Ich hatte eigentlich gedrückt. Ah. Place to rest, okay. Gut, habe ich gemacht. Space Hand aufgebaut, habe ich gut gemacht. Muss ich speichern? Ich glaube, wir sollten erstmal eine Nacht schlafen. Dann gucken wir, wie viele Player es gibt, ne? Wie ist es mit einem Lagerfeuer? Ein Gummibaum. Ein Gummistamm. Finde ich gut. Weep, 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 weep. Hä? So. Hä? Nein! Ach, das Lagerfeuer ist ganz vorne. Upsi. Das Lagerfeuer. Will ich den Rauchgestank des Lagerfeuers? Ja! Nee. Oh Gott, ich muss niesen! Oh, so. Ja, vor allem, wenn man Eierschalen reinschmeißt. Dankeschön, dankeschön. Und wie... Ah! Oh! Ich dachte, es hört auf. Es hört auf. Ich war im Feuer, Leute. Wie kann ich jetzt... Ah.
Wir machen gebackene Bananen. Du bist echt heiß, danke. Hast du Feuer genießt, immer. Immer. Kann ich Muschelfleisch machen? Kann ich Muschelfleisch machen? Das ist die Frage aller Fragen. Nein. Okay. Dann baue ich mal kurz meinen Schlafsack. Gut. Haben wir gemacht. Daily Tasks. Wie kriege ich die nochmal? Daily. Jetzt zum Rest. Ja, schön. Pedia. Meine Lizenzen? Was? Kriege ich einen Führerschein? Habe ich nicht. Schade. Aber wo sehe ich denn? Ach, hier. Harvest 3 Buschlime. Habe ich schon gemacht. 2 Käfer und ein Itemcraft. Aber habe ich das nicht gerade gemacht, indem ich das Lagerfeuer gemacht habe, Leute? Habe ich das nicht schon gemacht? Ja, da ist es dort. Aber wie komme ich da rüber? Hilfe! 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 Ich wechsle einfach. Also irgendwie... Ich weiß nicht, was das ist. Aber irgendwie... Geht es nicht. Settings. Steuerung. Pikachu! Dankeschön, Locker, fürs Talk auf deine Hilfe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die hat man angeblich automatisch. Die holt man nicht ab. Okay, ja, stimmt. Okay, danke. Aber was ich gern wissen würde, weil der einzige Grund, warum ich einen Controller genommen habe, ist, weil ich nicht weiß, wie ich Ja sage, wie ich bestätige. Ich kann nur Nein sagen, sorry. Oh, wow, war für Sturmleuche. Confirm Placement. Open Chat. Ich meine, Enter habe ich natürlich auch probiert. Ja, ich habe eh probiert. Wie antworte ich denn auf Chat? Wir probieren das. Also, wie kann ich bestätigen? Hallo? Stopp! Hast du gut gemacht, ja? Hä, hey, jetzt geht's! Hallo, David. Ich hab dich nicht ignoriert, tatsächlich. Ich bin gerade ein bisschen im Spiel am Lernen. Was kann ich noch craften? Achso, das ist alles. Eine Torch. Gut. Ich soll 2 Käfer fangen. Käfer! Miep, 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 miep. Oh, warte, das können wir sammeln. Okay, ja, jetzt habe ich. Okay, perfekt. Ja. Ich war bestimmt, was ich will. Warte mal, weißt du? Das ist halt was ganz anderes als Backseat Game. Was sind das? Ein Rupu! Was ist ein Rupu? It's poop. Plants might like it. Ich hab Scheiße gesammelt. Oh, da ist noch mehr Scheiße. Geil. Mach hier ein Frechchen. Das war ein Tutorial-Hint. Richtig. Das war das gemacht, was das Tutorial nicht konnte. Hallo, Wuffi. Ja. Ich will die streicheln. Die wollen nicht. Gibt's hier Käfer? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Käfer suche, aber ich suche Käfer. Hier ist noch mehr Popo. Was ist das? Ach, ich bin wieder hier. Ich denke mal, die Rauchwolken. Ach, da hinten. Da sind 2 Schmetterflangs. Hallo, Schmetterflang. Oh. Ein Scarlet Jezebel Butterfly. Okay, gut. Und ein Ulysses Butterfly. Ich habe Schmetterflanks. Das reicht mir. Zählt das? Waren es genug? Waren genug. Schön. Oh. Oh,
alles so beautiful. Es ist alles so beautiful. Scheiße, sagt man nicht. Nee, macht man nur, ne? Wow. Da ist noch ein Insekt. Die Bälle meins. Ein Tau Emerald Dragonfly. Gut. My English is very good. Please don't say anything. Ist das guter Boden? Ist das böser Boden? Wie komme ich nach Hause? Ach, da. Oh. Kann ich den Hund fangen? Hey, bleib bei mir. Ich will dich mitnehmen. Wie kann ich denn rauszoomen? Zoomen? Zoomen? Sieht jemand zoomen? Zoomen? Gibt es zoomen? Gibt es hier zoomen? Hier gibt es kein zoomen. Ach, David, weißt du? Summen? Nee, bin ich gut in Mathe. Du sollst in Musik gut sein. Du sollst summen, nicht su nicht summen, summen. G'day. Ich geh schlafen. Die Alte nervt mich. Ja, ja. Schlaf mal bis morgen. Hab gute Sachen gefangen, ne? Was, Dings? Dinkum! Wir haben Dinkum geearnt. Also nicht, aber hey.